Herzlich willkommen zur Circuit Trickkiste. Heute geht es insbesondere um den Circuit Track Sequencer. Da will ich euch einige Tricks und Raffinessen zeigen, die Circuit Tracks eben beinhalten. Und darüber hinaus habe ich nochmal das Launch Key 25 mit der Circuit verbunden. Da möchte ich euch auch den einen oder anderen Tipp geben, wie ihr besonders schnell on the fly tolle Melodienskizzen festhalten könnt. Los geht's mit dem Sequencer von Circuit Tracks. Erstmal vielleicht ein bisschen graue Theorie. Ein Drum Pattern bei Circuit, ich gehe mal hier wieder auf die Ursprungsstellung, hat 16 Steps, beziehungsweise seit Circuit Tracks am Markt ist, bietet die Kiste nun 32 Steps an. Da gibt es ja hier den Wahlschalter, das konnte Circuit 1 nicht. Bei Circuit 1 waren tatsächlich nur 16 Steps pro Pattern vorhanden. Jetzt ist es aber so, auf den ersten Blick denkt man sich, naja, 32 Steps ist nicht ganz so viel, aber die Logik, die sich bei Circuit Tracks dahinter verbirgt, ist eine gänzlich andere als bei anderen Grooveboxes und Drumcomputern am Markt, wie man es so kennt. Denn wie man jetzt hier in dieser Ansicht schön sieht, verbirgt sich hinter Circuit Tracks eine sehr tolle Pattern-Chain-Möglichkeit, die man bei der Kiste viel massiver einsetzt und nutzt auf eine sehr kreative Art und Weise als bei anderen Grooveboxes. So viel zur grauen Theorie. Ich zeige euch mal, was ich damit eigentlich meine. Ich setze mal hier direkt meine Kopfhörer auf. Fangen wir mal mit dem Drum an. So, das sind die 16 Takte. Will ich das erweitern auf 32, kann ich einfach auf Duplicate gehen und schon springt er hier in den zweiten Takt, nenne ich ihn mal, auf 17 bis 32. Blau 1 bis 16, in Orange 17 bis 32. Wenn ich den zweiten jetzt ändern möchte, und ich möchte nicht, dass er die ganze Zeit hier durchläuft, kann ich mit Shift ViewLock einstellen. ViewLock bedeutet, er verharrt in der Step-Sektion, die ich gerade angewählt habe. Ich glaube, das trifft die Beschreibung am besten. Step-Sektion, in diesem Fall 17 bis 32. Hier bleibt diese stehen. Ich meine den Drum jetzt mal ein bisschen anders. So, ich setze sie aber wieder ganz klassisch. Ich will euch da gleich nochmal mehr zu zeigen. Ich deaktiviere wieder ViewLock. So, jetzt haben wir 32 Steps in diesem Pattern bei Drum 1 programmiert. Ich möchte jetzt in Drum 2 bzw. im zweiten Pattern das fortsetzen. Dann kommen wir auf 64 Steps, wenn ich beides zusammenlaufen lasse. Und so mache ich das. So aktiviere ich beide Pattern miteinander und komme auf 64 Steps. Will ich jetzt 128 für diesen Pattern erreichen, kann ich das wieder duplizieren. Und nun spielt er 128 Steps für Drum 1 ab. Und das Ganze geht hier mit der zweiten Sektion noch weiter, also 256 Steps pro Drum-Sektion. Das ist wirklich eine ganze Menge, eben über diese Pattern-Chain-Möglichkeit zu erreichen. Wir möchten jetzt Drum 1 um weitere Drum-Elemente ergänzen. Das kann ich jetzt hier einfach im Step-Modus machen. Jetzt wieder die Close-Tab dazu. Eine kleine Variation. Das Ganze kopiere ich in die weiteren Pattern hinein. Hier in den Steps ab 33 möchte ich beispielsweise noch eine andere Variation. Im 64. Segment. So, das klingt dann so. So, hier programmiere ich eine Snare ein. Da sind die Snares, alles klar. So, in diesem Bereich, Drum 2, laufen 16 Takte. Hier laufen die 64 Takte. Ich kann mir das jetzt zunutze machen und das, was hier gerade spielt, in eine Szene speichern. Und das eröffnet nochmal gänzlich andere Möglichkeiten im Arrangement von Circuit Tracks. Eine Szene kann ich speichern, indem ich auf den Mixer gehe, Shift gedrückt halte und hier dieses Pad wähle. Nun habe ich genau diese Szene, wie man sie hier gerade sieht, genau in der Reihenfolge abgespeichert. Wenn ich jetzt beispielsweise nur den Drum hören möchte, nur die Snare hören möchte, ohne Drum 1, wähle ich hier einen leeren Pattern.
gehe wieder in den Mixer und speichere dies auf dieser Position. Und so kann ich das Arrangement immer mal wieder ergänzen und erweitern, indem ich ganz gezielt manche Pattern dazu nutze, um beispielsweise auch einen Spannungsverlauf zu skizzieren. Das kann ich wie folgt machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in einen Pattern gehen wie diesen hier. Da gehe ich jetzt auf die letzten Steps. Dann nehme ich die Kickdrum weg. Kann auch mit den Micro-Steps arbeiten. Bin dann selber mal gespannt, wie das klingt. So, im Verbund alle 128 Steps zusätzlich. Pattern zwei, den ersten Pattern von Drum 2, wieder Mixer, speichere ich nun hier ab. Hier die ersten zwei. Bei dem Zusammenspiel von Launch Key 25 mit Circuit Tracks hat man beim Launch Key noch jede Menge spannende Möglichkeiten. Was ich besonders cool finde, ist, dass ihr dediziert einmal eine Sektion habt, um Chords zu spielen und zu speichern. Und darüber hinaus natürlich auch eine Klaviatur. Das ist ja offensichtlich. Ich kann jetzt in die Settings gehen und bestimmen, welche dieser Sektionen über welchen MIDI-Kanal dass die MIDI-CCs raussenden. Ich bin jetzt hier, gehe nochmal in die Settings, Keys, MIDI-Kanal 2, das ist Synth 2, da habe ich einen Bass-Sound und die Chords gehen über Synth 1, beziehungsweise ich steuere den Synth 1 via MIDI-Channel 1 an. Da habe ich hier ein paar Chords gespeichert. So, ich kann darüber hinaus beides simultan gleichzeitig spielen. Das funktioniert super. Ich steuere also aus Synthesizer 1 und Synthesizer 2 parallel an. Und ich kann es auch gleichzeitig aufnehmen. Dafür erweitere ich mal die Patternlänge von Synth 1 und Synth 2. Man kann auch wirklich gleichzeitig aufnehmen. Ich habe es nur nicht so schnell geschafft, meine Hand rüber auf die Chords zu bekommen. Das bietet wirklich ganz spannende Möglichkeiten, beide Synthesizer gleichzeitig anzuspielen. Hat was von Multitimbralität bzw. Bitimbral. Es sind aber auch letztlich zwei Synth-Engines, die ich anspiele. Aber wie in dem Beispiel gesehen, kann ich natürlich mit den Keyboards einen Bass spielen und die Chords, die ich vorher eingespielt habe, eine Melodie. Und das Ganze live aufnehmen und das Ganze auch mobil. Das Launch G25 lässt sich nämlich auch mit einem Charger betreiben. Also sprich, da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, vor allem wo und wann ihr möchtet. Ihr könnt mit so einem Setup kreativ werden. So viel zum Launch Key mit Circuit Tracks und so viel zum Sequencer. Wenn ihr Fragen habt, postet die gerne unter das Video. Wir würden uns da sehr freuen. Und wenn ihr noch Ideen oder Anregungen habt, schreibt auch die darunter. Wenn ihr euch über ein bestimmtes Thema über Circuit Tracks interessiert, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald.